Bei mir ist Oberst Kai Häusermann. Sie sind Kommandeur der mobilen Logistiktruppen der Bundeswehr, angesiedelt beim Logistikkommando der Bundeswehr. Das meine ich in Erfurt stationiert. Ganz genau. Häusermann, die Bundeswehr wächst langsam, aber stetig wieder auf. Wenn man dafür Belege sucht, dann muss man sich nur an Ihre Fersen heften. Können Sie einen kurzen Überblick geben, was Sie da in letzter Zeit alles mal aufgestellt haben? Sehr gerne. Also die mobilen Logistiktruppen bestanden ursprünglich in den letzten Jahren aus 6 Logistikbataillonen und einem Spezialpionierregiment, das vor allen Dingen für den Aufbau und Betrieb von Feldunterkünften verantwortlich ist. Wir haben jetzt Spezialregiment 164 ist. In Husum, genau. Wir sind derzeit mit dem ersten Schritt der Erweiterung der mobilen Logistiktruppen zum 1.10. des letzten Jahres haben wir begonnen. Da ist einmal hier am Standort in Delmenhorst das Logistikbataillon 163 mit der Spezialfähigkeit RSOM, Reception, Staging und Onward Movement aufgestellt worden. Und am Standort in Burg ist zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder die Fähigkeit Logistikregiment aufgestellt worden, also ein Stab, der in der Lage ist, mehrere Logistikbataillone zu führen. Derzeit sind wir an der Planung weiterer Schritte. Allerdings sind wir da noch in einer Phase der Planung. Es gibt also noch keine finalen Entscheidungen. Das liegt auch unter anderem daran, dass wir die Gesamtplanung für die Bundeswehr derzeit noch mal überprüfen, vor dem Hintergrund einerseits der finanziellen Ressourcen, die in der Zukunft zur Verfügung stehen, und auch der Personallage, weil auch da in einigen Bereichen wir zu optimistisch waren. Ich bin dennoch sehr optimistisch, dass die mobilen Logistiktruppen trotzdem mindestens noch einen weiteren Regimentsstab aufstellen werden. Den brauchen wir auch, weil wir mit insgesamt 7 Logistikbataillonen dann tatsächlich auch 2 Regimentsstäbe für die Führung brauchen. Und wir planen auch weiter mindestens noch den Aufbau eines weiteren Logistikbataillons mit dem derzeitigen geplanten Stationierungsort, der noch nicht endgültig feststeht. Also das, Sie wissen ja, solche Stationierungsentscheidungen werden auf der Ebene BMVG. Aber einer der Pläne ist auch den hier am Standort in Delmenhorst, da wäre noch Platz, ein weiteres Bataillon aufzustellen. Sie sprachen gerade an, zum ersten Mal wieder die Fähigkeit Logistikregiment aufgestellt. Ich erinnere mich noch gut, vor knapp 6 Jahren, ich hatte Ihr Vorgesetzter, Generalmajor Thomas, war damals Brigadekommandeur der Logistikbrigade und musste eine komplette Logistikbrigade außer Dienst stellen. 6 Jahre später am gleichen Ort, an gleicher Stelle, stellt der Mann ein Logistikbataillönchen, verzeihen Sie mir den Euphemismus, wieder. Merkt man da auch ein bisschen Emotionen dahinter? Ja, natürlich. Wobei diese ständigen Strukturveränderungen sind natürlich für Soldaten, die schon ein bisschen länger dabei sind. Der General Thomas zum Beispiel mit über 40 Jahren, ich bin jetzt auch fast 30 Jahre Soldat, alle paar Jahre wieder haben wir eine Anpassung. Und man muss natürlich sagen, diese Veränderungen in den mobilen Logistiktruppen sind eben unmittelbarer Ausfluss der massiven Veränderung der strategisch-politischen Lage. Auch wenn mittlerweile andere Dinge eher Schlagzeilen machen, aber in 2014 die Krim-Krise und damit auch die Realisierung, dass Frieden und Sicherheit in Europa eben nicht von alleine garantiert werden, sondern wir wieder eine starke Bundeswehr brauchen innerhalb des Bündnisses. Das führt dazu, dass eben auch die Logistik verstärkt werden muss. Und deswegen müssen wir tatsächlich, und das ist kein einfacher Prozess, bestimmte Strukturen, die wir schon mal hatten, neu aufbauen. Nicht die gleichen, aber ähnliche Fähigkeiten. Frau Häusermann, ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche ein schönes Wochenende. Ebenfalls.